Hallihallo, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Heute gibt es mal wieder was richtig Krasses. Also, sonst ist es natürlich auch immer krass, aber heute wird es richtig krass. Ich habe nämlich heute ein E-Kit geschenkt bekommen. Und zwar von einem alten Mate, mit dem habe ich auf Robots mal gespielt, der quittet jetzt, spielt lieber Fortnite und hatte halt dieses Kit noch so rumliegen, aus seinen Crates bekommen, aus seinen Weeklies. Und er dachte sich so, okay, schenke ich dem das mal. Außerdem habe ich dann hier noch Immortal Boosters bekommen. Drei Stück waren es, glaube ich, zwei oder drei Stück. Dafür auch nochmal danke, ich blende euch jetzt mal zwei Screenshots ein von den Leuten, einmal hier und da. Und ich würde sagen, das ist jetzt so der eine Inhalt. Ich muss dieses Immortal Kit öffnen und ich muss es freischalten, denn wie man hier sehen kann, ich habe noch nicht ein einziges E-Kit. Ich habe noch nicht ein einziges C-Kit. Und bei Kit habe ich nur das Kit Noob freigeschaltet. Also mit den Kits, das ist bei mir so eine Sache, das wird irgendwie nicht. Ich hoffe mal, diese Immortal Booster bringen genug. Ich habe das noch nie gemacht. Ich denke, man muss es einfach da drauf packen. Bonus 3%. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Oh Gott, man muss 6 Sekunden warten, ehe man das wieder machen kann. Das ist ja behindert. Jetzt kann der nächste drauf. 12%. Nochmal. 16%. Und der letzte. Mist. Jetzt. 18%. Das muss ausreichen. Und jetzt einfach mal um ein bisschen Good Lucks betteln. Das mit den Good Lucks, das hat auf jeden Fall funktioniert. Hab jetzt mehrere Meinungen bekommen. Einmal soll ich mehr Booster verwenden und einmal soll ich ihn nicht so stark boosten. Das nicht so stark boosten gefällt mir besser, einfach deswegen, weil wir nicht mehr haben und ich auch nicht mehr kaufen kann, weil niemand gerade verkauft. Also würde ich sagen, mache ich das jetzt in 3, 2, 1 und was? Ah, jetzt. So läuft das also. Okay, ich kenne das neue Bonus-System. Ja, da ist natürlich dabei. Unlock forever, bitte, bitte, bitte. Was? Nein, nein. Verkackt. Schade. Wie knapp war das nochmal? Ach man, jetzt bin ich schon so ein bisschen deprimiert. Challenge XP Bottle, das ist gut, denn ich spare hier gerade auf so ein Opening, nenne ich es mal, oder eine Aktion, wo ich versuchen möchte, direkt nachdem ich prestiged bin, sofort von Level 1 zu Level 50 zu werden. Dafür spare ich alle möglichen Sachen, die mir XP bringen, auf und versuche das dann zu machen. So, damit die Folge nicht so deprimiert bleibt, habe ich hier noch eine andere schöne Sache. Und zwar, hier, der nette MLG Luis hat mir ein bisschen geholfen und hat mich auf Combat Level 253 gepackt. Und darum habe ich, da kann man in irgendeine krasse Zone, wo man super viele Sachen bekommt. Ich weiß noch nicht, was genau. Aber es muss wohl sehr krass sein, so viel ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss oder was es macht. Also, ich bin ja inkompetent. So, und da müsste ich jetzt reinkommen, genau. Diese tolle Eisinsel hier, da bin ich vorher nicht reingekommen. Der müsste ich jetzt joinen können, ja. Genau. Da oben sind einfach Emerald-Blöcke. Die will ich abbauen.
Cool. Hier stehen einfach Emerald-Blöcke rum. Ja. Hier gibt's ein Legendary. Lol. Kann man hier Legendary-Relikte abbauen? Da oben ist noch ein Dia. Oh lol, hier sind einfach wieder Goldblöcke. Und Emeralds und Dias. Lol. Kann man diese. Ja. Ja, also man bekommt hier einfach mal so Legendary Relics. Boah, das war ja eine perfekte Enderperle. Als ob man hier auch Warzone Crates bekommen kann. Dia-Block. Wir sind aber alle schon abgebaut. Ich will meine abbauen. Weil es gibt hier einen Storm-Gen. Einen Storm-Gen, den man abbauen kann. Emeralds. Goldblöcke, die hier einfach mal rumstehen. Oh, da ist ein Legendary Relic gespawnt. Krass, man bekommt halt wirklich, man kann da einfach hingehen und baut Legendary Relic ab. Alles klar, wenn ich mal wieder ein Opening machen will, dann wird das krass. Dann gehe ich hier hin, camp einfach eine Weile und. Noch ein. Zwei Legendary Relics. Das sieht aus wie eine Anxienruhn. Ja, genau. Da ist noch eine Anxienruhn. Lapis, was kommt da? Oh. Eine Buried Treasure. Genau. Genau. Noch eine Anxienruhn. Oh, da ist jemand. Jetzt ist der jemand weg. Oh. Acid Rain. Hab ich noch nie gesehen, muss ich mich da jetzt unterstellen. Oh, hier ist noch eine Anxienruhn. Jetzt regnet es draußen, ich denke, da darf ich nicht rein. Aua. Okay, ja. Da darf ich nicht rein. Das ist so richtig typisch deutsches Wetter. Ach, muss ich jetzt ernsthaft hier warten, bis es aufhört zu regnen? Wer kommt denn auf die Idee, Säureregen in Minecraft einzuführen? Warum soll es denn Säureregen geben in Minecraft? Gut, endlich ist wieder schönes Wetter. Das heißt, ich kann hier wieder rausgehen. Und hier ist noch jemand, der was? Ah, das ist auch der nette Mensch, der mir die Immortal Booster geschenkt hat. Oh, der Lapis Block ist back. Nächste Buried Treasure. Anxienruhn. Easy. Ja, da ist die Rune gespawnt. Ah, da ist eine Anxienruhn. Ein Anxienruhn gefunden. Das ist jetzt die 10. Das Legendary Relikt ist wieder gespawnt. Was ist das hier? Ich will wissen, was das hier ist. Dann mit der Ender Pearl nach da oben. Hoffentlich ist da was Schönes. Auf jeden Fall ist hier ein Dia-Block. Nein, ich bin hier drin gefangen. Oh, die Anxien-Runes sind wieder gespawnt. Oder zumindest diese hier ist wieder gespawnt. So, jetzt muss ich dann auch schon langsam gehen. Denn meine Immunity hält noch 30 Sekunden. Slash Spawn muss jetzt sein. Also, was habe ich alles bekommen? Einmal erstmal verkaufen. Was ich so generell bekommen habe, das sind erstmal 140, 100, 160k. Dann bekam ich 11. 11 Anxien Runes. Drei Legendary Relics, zwei Buried Treasure und einen Immortal Stone. Und ich habe voll Lust, die jetzt zu öffnen. Also, bla 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 bla, einfach mal alles hinplatzieren. Er kommt blub blub. Einmal komplett hin und her geschossen werden. Forge Sand. Ah, da habe ich gleich mal eine Frage. Was bringt einem Forge Sand? Ich meine, ich weiß, dass man damit irgendwie solche Armor-Bonis hin und her schieben kann. Aber dadurch überschreibt man doch immer einen anderen. Ergibt irgendwie keinen Sinn aus meiner Sicht. Was habe ich hier rausbekommen? Snowball 2, kenne ich nicht. Dann Orseed Box. Gold, Gold, Eisen. Bäh. Immortal Stone. Komm, da muss was Gutes rauskommen. Emerald Rock Seed Level 3. Davon 3 Stück, okay, das ist ganz gut. Bringt ein bisschen was an Geld. Dann hier. Buried Treasure. Buried Treasure.
Wow, 5 Emerald-Blöcke. Hier übrigens ein kleiner Trick, man kann die dann abbauen. Wenn man eine Axt dabei hat. Und dann droppt da eine Chest. Ja, leider hatte ich es nicht schnell genug hingekriegt. Ja, okay. So, Soulstone ist okay. Aber 5 Emerald-Blöcke, ganz ehrlich, nee. Dann mache ich jetzt mal schnell noch ein bisschen Geld. Sell, 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 sell und sell das letzte Mal. Boah, das ist echt nervig. Und ich war noch nicht bei den IGs und bei den Creeper spawnen. Ich hoffe, die Witch spawner funktionieren. Die haben manchmal so einen seltsamen Bug. Das spawnen einfach keine Witches. Ich weiß nicht warum. Und dann baut man die Spawner ab, platziert sie wieder und dann spawnen wieder Witches. Also, es ist auf jeden Fall ein Bug. Es liegt nicht am Lichtlevel oder sowas. Es ist einfach so, plupp, da spawnen keine mehr. Komplett ohne. Oh, oh, hier habe ich noch was vergessen. Ohne Begründung. Es spawnt einfach plötzlich nichts mehr. Und verkaufen. 700k. Dann habe ich mich gerade dazu entschieden, das ganze Eisen nicht zu verkaufen. Das bringt nicht so viel Geld und ist ein bisschen langweilig. Also würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle jetzt die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich verstecke mich bis dahin hier im Netherportal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.